Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren unglaublichen Folge Forever Skies. Und ich bin gerade von dieser anderen Stelle da hinten losgefahren, weil es da nicht mehr viel zu holen gab. Und bin jetzt absolut in den schönen Sturm geraten und der ist überhaupt nicht lustig. Und ich brauche trotz alledem irgendwie eine Feststoffbatterie. Irgendwoher. Mensch, das knallt ja hier rum. Und deswegen steuere ich einfach mal dieses Geblinke da hinten an. Oh, meine Grille ist fertig. Die bringen übrigens richtig Energie und Power. Das war ein Treffer. Das war irgendwie ein Treffer. Au, 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 au. Ich brauche außerdem noch Metalle. Ich wollte mir nämlich noch so eine Turbine gönnen, damit wir noch ein bisschen höher fliegen können. Vielleicht könnten wir da irgendwie ein bisschen besser agieren und so weiter und so fort, dass wir einfach noch höher fliegen können. Weil ich habe gerade festgestellt, ich wollte viele Teile abbauen drüben an der alten Plattform, aber ich bin gar nicht rangekommen. Deswegen holen wir uns jetzt einfach hier ein bisschen was. Wenn ich es denn überlebe. Ah, Hilfe, Hilfe. Und nehmen wir alles mit. So, was haben wir hier? Okay. Alter Schwede. Das knallt aber hier gewaltig. So, ich würde sagen, wir landen lieber mal hier. Ich glaube, das ist gescheiter. Kraftstoff aufgebraucht. Entschuldigung. Ja. Ist doch gut. Ich will doch hier nur landen. Mehr will ich doch hier auch nicht. Kann ich hier nicht landen? Ein bisschen geht aber noch, oder? Ich kann nicht landen, wenn ich keinen Kraftstoff mehr habe. Okay. Ja, dann werde ich mal hier. Pass mal auf. Ich nehme mal das hier mit. Und wir ballern das mal hier rein. Zack. So, schauen wir mal, ob er jetzt Lust hat. Alter Schwede. Alter Schwede. Oh, so, komm mal runter jetzt. Hier kann ich jetzt oder nicht? Noch ein bisschen? Ja. Na, endlich. Leute. Leute, Pupeute. Ja. Dieses Wetter. Es ist ein wahrhaftiges Phänomen. Ist Briefkasten. Haben wir Post? Oh, wir haben Post. Krankheitszeit. Die letzte Krankenstation des Sektors ist offiziell geschlossen. Keiner der ausgebildeten Mitarbeiter ist mehr am Leben und die ausgebildeten Kräfte wurden in einen anderen Sektor geschickt. Die Einrichtung wird zu einem Gefängnis umgebaut. Schickt keine kranken Menschen mehr an uns. Oh Mensch, macht das doch nicht. Warum macht ihr das denn? So, wir gehen mal hier hoch. Schauen wir mal, was es hier Schönes gibt. Gehen wir mal Lämpchen an, damit wir auch was sehen. Können wir das mitnehmen? Na klar, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Da geht es auch noch hoch. Bitte, bitte eine Batterie. Oh, elektrische Elemente, die nehmen wir natürlich hoch. Klicken können wir auch gebrauchen, ja, tatsächlich. Weil ab und an schlägt doch mal ein Blitz ein hier. Datenkarte. Benötigt Luftschiffbauer. Achso. Ah, ein kleines Geländer. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Da fällt man vielleicht nicht mehr runter. Okay, hier gibt es nichts mehr. Gibt es hier hinten noch was? Nö. Dann krabbeln wir mal hier hoch. Da gibt es Plastik. Ab. Komm, nehmen wir mit. Brauchen wir es nicht bauen, ne? Unser schickes Schiffchen. Ist das nicht schick? Zack. Ich nehme mal auch. Oh, ist hier eine... Ja. Das ist gut. Die habe ich gesucht. Weil die, ne, die kann man irgendwie noch nicht selbst herstellen. Oder vielleicht hätte ich die einfach noch scannen müssen, ich Knödel. Naja, wer weiß. Und jetzt müsste man theoretisch wieder zurückfliegen. Zu der Stelle, wo wir gerade waren. Genau da hinten, da können wir nämlich jetzt die Batterie einsetzen. So. Weil da hat nämlich eine gefehlt. Und das Metall hätte ich noch ganz gern hier schnell. Komm her. Bitte, bitte, liebes Metall, komm zu mir. Dann nehmen wir das auch noch ein bisschen mit, komm.
Was wir haben, haben wir, ne? So, wieder zurück. Und dann wieder dahin. Wo war's denn? Da hinten irgendwo geradeaus. Höher, höher, immer höher. Zack, zack, zack. Da drüben. Da. Genau da wollte ich hin mit euch. Denn die eine Batterie, die müssen wir da oben noch einsetzen. Und ich glaube, dann gibt es irgendwie... Ja, schon wieder. Oh, ich habe keine Getränke mehr. One moment. Muss ich kurz hier ein bisschen was abladen. Metalle hat man doch hier drin, ne? Genau. So, dann müssen wir kurz... Ist hier was drin? Nö. Ja, eine volle Flasche. Okay, naja, gut, das werden wir noch überleben, denke ich. Bisschen höher. Da, das ist schön. Ja, bitte? Was ist denn jetzt schon wieder? Ich denke, der... Ja, okay. Kein Kraftstoff mehr. Biomasse, wie viel haben wir denn da? Ach, da brauche ich ja wieder ein frisches Wasser. Ne? Oh, hier geht alles kaputt, ey. Oh, hier geht alles kaputt. Eine schöne Grille. Warte mal. Das reicht noch nicht. Da müssen wir noch schnell Treibstoff herstellen. Das nützt euch nichts. Es nützt doch alles nichts. Lege los, Kamerad. Printing completed. Zack, drin. Dann essen wir hier noch ein lecker Grillchen. Na, 50 Nahrung und 30 Energie. Das ist der Wahnsinn. Das ist sehr cool. Achso, ich hatte ja keinen Sprit. Moment. Dann müssen wir kurz auffüllen. Es nützt ja nichts. Zack. Rein damit. Und weiter geht die wilde Fahrt. Ein bisschen höher. Ein bisschen höher. Und mal gucken, ne? Wenn wir die andere Turbine mit anbauen, dass wir da vielleicht ganz hochkommen, da auf diese Dinger auch. Und hier kann ich aktuell nicht weiter als 270. Und das ist ein bisschen wenig. Aber ihr seht, das Ausrufezeichen ist immer noch aktiv, also werde ich diese blöde Batterie da oben einbauen müssen. Und dann mal gucken, was der uns erzählt. Jo, dann warten wir einfach mal ein bisschen. Hoppedi hopp. So, Gewächshausturm erreicht. Ja, ja, alles richtig. Da wollten wir ja auch hin. So. Gehen wir landen, bitte. Nach landen, bitte. So, warte mal. Ich habe ein bisschen wenig trinken. Da Helium wollen wir nicht trinken. Wäre, glaube ich, blöd. Lämpchen machen wir mal an. Komm. Bu, 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 bu. Führt uns die Geschichte wieder hierher zurück? Na, baba. Das war doch hier oben irgendwo, ne? Hier gibt es ja auch noch... Ach, ist das wieder... Ist das wiedergekommen? Ja, dann nehmen wir Biomasse, nehmen wir immer gern mit. Siehst du, das spawnt das einfach alles wieder. Auch nicht schlecht. So, wo war denn das jetzt hier? Kuckuck, Kuckuck, wo bist du, wo bist du? Hier war es nicht, nee, ich glaube, das war noch höher. Hier ist nichts nachgespawnt, weißt du, wenn das Helium mal nachspawnen würde. Da hinten, glaube ich, ne? Bi, 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 bi. Genau. So, habe ich eingesetzt. Ergebnisse der Pflanzenaufzucht. So. Die neueste Kreuzung zeigt sehr positive Reaktionen auf die Verschmutzung. Schon nach wenigen Tagen, in denen sie Sulfaten ausgesetzt war, blüht sie sichtlich auf. In sauberer Luft hingegen stirbt sie allmählich ab. Ach, schau mal an. Die Nebenwirkungen sind ungewöhnliche Farben. Vor uns liegen noch viele Tests, bevor wir eine Pflanze schaffen können, die die Atmosphäre reinigt. Ah, schau an. Doch mit dem, was wir haben, können wir diese grauen und traurigen, können wir dieser traurigen und grauen Realität ein wenig Farbe verleihen. Okay.
Da haben wir... Finde die... Standort, erreiche die auf dem Radar. Okay, das haben wir alles gemacht. Wir haben ja alles gemacht. Finde den Standort des Oberflächenlifts. Ja, ist okay. Das mache ich doch gleich, sofort. Der geht ja jetzt auch, ne? Genau, das war ja dasselbe, was wir hier gerade gefunden haben. Das blaue Ding da. So, das ging nur hinter zu dem Kasten hier, ne? Ja, genau. Ja, da haben wir das. Gehen wir wieder runter. Und schauen mal nach diesem komischen Standort. Achso, da hinten blinkt es. Okay. Vorsicht. Nicht abseilen, bitte. Bitte keinen abseilen. Na, mal schauen, ob wir den Standort finden. Ich weiß nicht, ob der angezeigt wird zufällig oder müssen wir einfach weiter zu diesen Ausrufezeichen tingeln. Finde die Ausrufezeichenmarkierung auf dem Radar. Ja, finden ist ja die eine Sache. Warte mal, ich muss mir hier noch einen neuen Filter herstellen, glaube ich. Synthetische Fasern. Die haben wir hier. Warte mal, da kann ich auch die Grille mal reinhauen hier. Das Grillchen. Das Kochen. Ja, solange ich diese selbstfilternde Flasche nicht herstellen kann, nützt mir das gerade alles nichts. Woll. Zack, rein damit. Da haben wir das schon mal. Dann haben wir noch ein bisschen, ja, komm, den Rimskrams legen wir wieder zurück. Das kann auch alles weg. Njam, njam. So, dann schauen wir mal aufs Radar. Hinten sind wir hergekommen. Okay, also es wird aktuell nur eins angezeigt. Das ist nicht schlecht. Und wenn ich gerade ausfliege, ist noch eine Station. Okay. Ja, wenn wir nochmal ganz kurz ein bisschen Treibstoff herstellen. Und dann mal vielleicht auch irgendwo in der Mitte einfach mal anhalten, um ein paar Materialien zu holen. Ja, ich glaube, da hinten, wo es blinkt, ne? Eine Grass Cricket wurde hergestellt. Mm. So, hier blinkt es ganz wild. Das ist aber nicht die Station, wo ich hin muss, aber ich werde da trotzdem anhalten. Wenn es nicht wieder die ist, wo wir schon waren, weil ich und Orientierung, das ist Standard Windpark erreicht. Okay. Na, ein bisschen runter. Babubibu. Na, das ist immer halt das Komische, wenn halt alles neu spawnt, da weißt du halt nicht, warst du schon da oder nicht. Schauen wir mal. Den ganzen Käse hier abbauen. Und Metall. Metall brauche ich dringend. Komm, komm, komm. Oh, da haben wir auch noch viel. Oh, was ist denn das hier alles? Ja, Metalle, das ist gut. Ja, wir bauen alles ab hier. Komm her, komm her, komm her. So, kommen wir da ran irgendwie. Ja, ein kleiner Millimeter, ne? Ein Millimeter? Ah, Leute. Jetzt. So, das haben wir. Da gibt es noch ein bisschen Kupfer. Ein schönes Gebirge haben wir hier. Kupfer brauchen wir immer ganz dringend, um elektronische Teile herzustellen. Komm mal mit hier, da können wir nochmal alles schön auffüllen. So, da ist noch so kleiner. Komm, 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 du brauchst gar nicht abhauen. Metalli. Na, komm her. Ach, Mensch. So, was blinkert da rum? Da blinkert nichts mehr rum, okay. Gehen wir mal vorsichtig auf die andere Seite. Nö, das ist auch nichts. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal landen, ne? Vielleicht finden wir ein bisschen Helium. Helium, Helium. Oh, mal runter. Wie gesagt, ich würde gerne noch so eine Turbine bauen. Ich weiß aber noch nicht so richtig, wo ich sie hin platzieren soll. So, dann gehen wir mal gucken. Ob es hier noch was gibt für uns. Nö. Nö, 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 nö.
Weil wohin mit dem Ding, ne? Kannst du halt nur noch hier drüben irgendwo dran klatschen. Oh, wenn ich hier runtergehe, komme ich dann wieder hoch? Ja. Okay. Man muss ja fragen vorher. Helium, gern genommen. Oh, hallo. So, Maschinenteile, sehr gut. Noch mehr. Komm mal wieder zu. So, was haben wir hier? Das sieht ja lustig aus. Einmal nisch drin. Okay. Auch nicht schlecht. Hier geht's noch weiter runter. Was haben wir hier noch? Oh, schau. Noch mehr Maschinenteile. Ja, ja. Was bist denn du? Achso. Du kleines isotonisches Getränk. So, hier waren wir ja schon. Okay. Oh, ich sehe was. Ich sehe was. Jetzt versuche ich die mal zu scannen. Nee, geht nicht. Schade. Aber gut, wir brauchen sowieso für allein schon für unseren... Oh. Komme ich hier wieder zurück? Das ist ja eine miese Geschichte. Oh, das ist ja... Das ist ja lustig. Gehen wir mal lieber hier runter. Sicher ist sicher. Cool. Ist auf jeden Fall eine ganz miese Geschichte. Doch, ich würde... Ja, ja, doch, doch, da komme ich. Ja, 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 wartet. Dann machen wir die Sache einfach nur andersrum, weißt du? Einfach mal andersrum gedacht. So, vorsichtig. Zack. Jetzt schleichen wir uns hier durch. Buh, 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 buh. Boah. Es ist ja der Wahnsinn hier. Unendliche Weiten. So, da hinten haben wir wahrscheinlich wieder einen Haufen Kupfer. Hier rumrennen auf diesem Ding, weißt du. Nö, dann gehen wir wieder hier zurück und holen den Rest. Mit dem Schiff. Und ich schaue gleich nochmal, ob ich diesen mobilen Extraktor irgendwie bauen kann. Synthetischer Kraftstoff, okay, alles klar. Den da, wisst ihr? Achso, nee, da brauchte ich ja diesen Energiekristall dazu. Nee. Das ist aber... Das ist natürlich blöd. Naja. Es nützt ja alles nichts. Kleine Grille. Oh, das ist ja auch schon alles wieder kaputt hier. Dieses ganze kaputte Zeug hier. Mann, 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 Mann. So, Metalle kommen hier rein. Glas kommt hier rein. Mal die Flicken. Die Flicken, Flicken. Dann haben wir das da. Passt auch nicht mehr rein. Okay. Ja, das ist immer die Sache hier mit diesen blöden Kisten. Pass mal auf, ich muss noch irgendwie mehr Kisten bauen. Da komme ich nicht rundherum. Es gibt auch keine größeren Kisten hier. So, dann gucke ich mal nach dieser Luftschifferweiterung. Warte mal. Schauen wir mal. Da brauchen wir noch 12 Maschinenteile. Uiuiuiui. Habe ich denn noch 2? Ja. So, machen wir das einfach besser. So. Plus 400. Oh. Das wird ja ein Riesenviech. Junge, 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 Junge. Ja, Wahnsinn. So, was wollte ich machen? Das Zeug da rein. Und wir haben Durst. Dann trink dich mal voll. Okay, der sammelt hier, alles klar. Ja. Ich wollte eine Turbine noch bauen, damit wir höher kommen.
Und die baue ich mal dahin. Oh. Da ballern wir mal den ganzen Sheet rein hier. Eine ganze Käse. Die Biomasse geht auch kaputt, ne? Ach. Warte mal, dann machen wir mal schnell frisches Wasser. So, das läuft noch. Dann brauchen wir den Biotreibstoff. Der ist hier. Sauberes Wasser 5. Ich brauche 10 sauberes Wasser. Und zack. Babu, bi, babu, babu. So, das nächste Ausrufezeichen. 1,77 Kilometer. Irgendwo da hinten hin. Na, das wird interessant. Kann. Jawohl. Kann man das direkt reinschmeißen hier? Oder ist das... Ach nee, da ist noch welcher drin. Da füllen wir den zumindest mal auf. Und du... Das ist auch noch eine Auffüllung und fertig ist die Laube, würde ich sagen. Da haben wir Schmutzwasser. Das können wir gleich durchfiltern lassen. Ums. Und du hast wieder keinen Filter. Oh, du kleiner Filter, du. Komm, bauen wir schnell. Zack. Rein damit und ab dafür. So, essenstechnisch sieht es folgendermaßen nicht so gut aus. Warte mal, da haben wir doch mit Sicherheit hier noch irgendwas. Das ist was Vergammeltes. Komm mal mit hier. Dann machen wir dich hier rein und kochen dich mal durch. Und das kommt dahin. Bauen wir auch hier mit hin. So, und schon haben wir fast wieder ein bisschen Platz. Küpfer. Bissele Metal. Hier haben wir die synthetische Geschichte drin. Da haben wir hier auch wieder ein bisschen Platz. Und dann packen wir den Kram hier einfach rein. Da haben wir ja schon wieder 10 so vergammelte Dinger. Wenn ich mit denen irgendwas anfangen könnte, wäre auf jeden Fall cool. So, du kochst in Ruhe. Okay, Freunde. Dann fliegen wir kurz hier hinten eine Runde. Damit wir hier alles noch abbauen können. Da war nämlich noch... Ach nee, da war nichts. So, aber da hinten war doch noch irgendein Kupferkram drin. Den würde ich schon gern noch mitnehmen wollen. Das ist ja ein dickes Metallteil hier. Ja, mal kriege ich das. Mal her. Ja. Ja, ja. So, da drüben. Warte mal, vielleicht komme ich so schon ran. Ah, ich fürchte nicht. Ich Biff, oder? Doch. Was ist das für ein Ding? Oh. Ui. Entschuldigung, upsi. Das ist ja interessant. Kann man auch die Gebäudeteile auseinander basteln? Die sind da drin irgendwie gefangen. Das ist ja toll. Das ist ja super. Oi, oi, oi. So, ich würde sagen, kurz husten. Und dann geht's weiter. Wo müssen wir hin? Da hinten hin. Okay. Ba, 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 ba. Aber das ist dann schon, dann treiben wir irgendwie diese nicht vorhandene Story voran hier, ne? Naja, egal. Egal. Da ist noch ein bisschen Kupfer, das würde ich gerne noch mitnehmen, da unten. Lass mal los. Lass mich mal los. Na, ja, 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 komm. Wunderbar. Dankeschön. Dankeschön. Kommst da hin? Das Metall. Gut, das passt da nicht mehr hin. Machen wir dich wenigstens dahin. So, weiter geht's. Weiter geht die wilde Fahrt. Da komme ich doch gar nicht hin, da drüben. Das ist ja verrückt.
wie schwer beschädigt. Hab ich was kaputt gemacht? Oder darf ich hier noch nicht hin? Doch schon, oder? Ich gehe mal davon aus, dass das da hinten ist. Mal ein bisschen höher, komm. Ein bisschen höher. Maximale Höhe, okay. Ja, das kann aber nicht, das... Oder? Ich gucke ein bisschen schief heute. Nee, das ist das auch nicht. Nee, da waren wir ja schon. Ja, verrückt. Okay. Das ist das Gebirge. Ja, dann gib mal Gas, Junge. Irgendwie da drüben drin in dem Haufen. Also ich gehe davon aus, dass wir da noch ein paar von diesen Dingern bauen müssen, damit wir da überhaupt drüber kommen. Also ich weiß es jetzt nicht. Also ich könnte ich mir jetzt so vorstellen. Ja. Erreiche die Markierung auf dem Radar. Naja, schon. Also generell schon. Aber ich habe die Befürchtung... Ach, das ist hinter dem Gebirge. Ah, okay. Jetzt habe ich das gemerkt. Ja, sehr gut. Dann fahren wir mal in aller Ruhe dahin. Gehen wir hier noch was holen oder haben wir genug? Wenn es hier was Interessantes gibt, schauen wir mal. Steuern wir mal an die Sache. Ja, auf jeden Fall einen Haufen Kupfer. Ne? Viele, viele Kupfer. Na los, komm, da holen wir das schon mal weg hier. So. 5 Kupfer gibt das jedes Mal. Okay. Da. Bisschen hiervon, bisschen davon. Metalle. Da ist noch ein kleiner. Und da oben. Komme ich da ran? Nein. Da fahren wir noch ein Stück. Aber da ist irgendwas... Ja gut, da müssen wir fast landen. Mich interessiert das jetzt schon, was da drin gibt. Weißt du, wenn es wieder eine Batterie gibt oder so und wir haben die nicht geholt. Da sieht ja, Helium gibt es auch einen Haufen. Ja, dann fahren wir dahin. Ist ja jetzt nicht so das Problem. Nein, du musst landen. Tatsächlich, sonst... Jetzt. Sonst ist halt doof, ne? Okay, hier kann ich runterhopsen. Helium brauchen wir immer. Für unser Schiffchen. Hier ist nichts drin. Sehr gut. Was ist denn das? Eine Laterne. Ich die scannen? Ja. Eine dekorative Lampe, die früher die Wohnung schmückte. Sie hat keinen praktischen Nutzen, aber sie sorgt für mehr Gemütlichkeit. Ach, wie süß. Oh. Metallwand. Oh, schön. Und alles Dosenwasser. Und noch eine Laterne. Sehr cool. Noch was? Ja. Na, hat sich doch gelohnt, hierher zu kommen. Habe ich jetzt mal den Eindruck. Oh, hier ist ja noch mehr. Allein schon 10 Maschinenteile. Das ist doch richtig gut. 11. Sehr cool. Nicht runterfallen, bitte. So, jetzt geht's da hoch oder hier runter. Da ist nochmal Helium. Pass auf, dann gehen wir mal runter. Schauen wir uns das mal an. Auch da hinten ist dasselbe wie vorhin. So. Ja, ich glaube, also die sehen schon alle recht ähnlich aus, die Dinger hier, ne? Oder war das das, wo wir schon waren? Aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Da hinten ist so ein Batterieding. Seht ihr das auch? Vielleicht ist da ja eine drin für uns. Ja, schön. Sehr, sehr cool. So. Was? Nicht schon wieder ein Sturm. Leute, lasst mich doch in Ruhe mit eurem scheiß Sturm. Ja, dann schnell ins warme Bütchen. Ja, 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 ich laufe schon. Ich laufe schon. Ah. Hui. Herrlich. Und schon haben wir zwei coole Batterien. Mich freut das. So, jetzt testen wir mal die Lampe hier, oder? Oh, die Haupt braucht hoffentlich keine Batterie oder so ein Scheiß. Nehmen wir die hin. Hier ins Eck. Immer kann man die ja. Okay, die macht also nichts. Kann man die hier hinhängen? Die können wir jetzt auch hinstellen, ja. Auch das ist schade, dass die nichts macht. Och Mensch. Und sie halt aufheben, ja. Na gut, ihr Lieben, ich würde sagen, ich warte den Sturm ab und in der nächsten Folge fahren wir einfach noch ein bisschen weiter. Dass wir endlich dieses Radar hier finden. Wo haben wir es denn? Diesen Punkt da drüben. Ja, da drüben. Also müssen wir hier außen rundherum, da gehen wir nochmal hier hin an den Punkt und fahren dann einfach hier hinten rum. Zu dem Punkt der Begierde. Und dann werden wir vielleicht nochmal ein bisschen hier Wände reinbauen oder so ein Kram. Ne? Oder ein paar Fenster oder so. Weil gewichtstechnisch sieht es jetzt nicht schlecht aus. Können wir auf jeden Fall machen. Bis dann. Tschüss.